Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will aufgrund des Zeitbudgets mich inhaltlich auf Verkehrspolitik mal beschränken. Ich will aber doch zum Vortrag Kollegen Jung sagen, in weiten Teilen kann man dem ja zustimmen, was Sie sagen. Vor allem der entscheidende Punkt ist für mich, dass die Politik jetzt mal von der Betroffenheit runterkommen muss zum politischen Handeln. Denn wenn man sich mal anguckt, was an Bildern zu sehen ist aus der Welt, Sie haben Australien ja genannt, aber auch andere Dinge, wenn man die Zahlen über Artensterben auch in der Arktis, konnte man unlängst in Terra X einen wirklich bewegenden Film sehen, was dort mittlerweile eben nicht mehr geht, dann kommen wir nicht drum rum, dass wir jetzt als auch im saarländischen Landtag als politisch Handelnde Entscheidungen treffen müssen. Und dazu ist unsere Anfrage sicherlich auch eine gute Grundlage, weil es mal eine fundierte Bestandsaufnahme ist von dem, was wir aus saarländischen Werten sozusagen kriegen. Da vielen Dank aus dem Bereich des Umweltministeriums und andere, die dazu beigetragen haben. Aber wenn wir das ernst nehmen, wenn das Konsens ist, auch hier, dann müssen wir, um es mal ganz platt zu sagen, Geld in die Hand nehmen. Daran wird kein Weg vorbeiführen. Wenn wir wirklich Klimaschutz wollen, müssen wir erheblich investieren. Die EU hat jetzt 1 Billion in Aussicht gestellt. Das ist eine Summe, über die kann man reden. Ob die reicht, wird von Experten auch bezweifelt, auch um das deutlich zu sagen. So, also jetzt aus unserer Sicht braucht es klare politische Signale. Und ich weiß nicht, wer das am Wochenende verfolgt hat. Es gab einen interessanten Zeitungsartikel von dem Direktor des Instituts für Wirtschaft, Michael Hüter, jetzt unabhängig von seiner politischen Orientierung, der unter der Überschrift "Will der Staat in die Zukunft?" Fragezeichen nochmal sehr dafür plädiert hat, dass mehr investiert wird. Das ist ja auch unser strukturelles Problem hier. Er hat gesagt, wir müssen investieren und er hat gesagt, die Schuldenbremse neu justieren. Das waren seine beiden Botschaften. Und er hat nochmal einen dramatischen Appell fast für seine Idee des Deutschlandfonds, dass der endlich mal politisch diskutiert wird. Ich weiß nicht, die meisten von Ihnen wissen das. Er will einen Deutschlandfonds für Investitionen auflegen, will den mit 450 Milliarden ausstatten, weil er glaubt, dass für die Schuldenbremse Abschaffung momentan keine politischen Mehrheiten zu mobilisieren sind. Dem kann man sogar folgen, wenn man eben die politische Landschaft sich anguckt. Und meine wirklich herzliche Anregung ist an unseren Finanzminister, dass er sich an dieser Diskussion nun mal beteiligt. Warum? Alle diskutieren mittlerweile, das kann man, wenn man es aufmerksam liest, verfolgen. Und ich glaube eben unter dem Aspekt, was wir eben gesagt haben, auch was Herr Jung gesagt hat, dort wird jetzt eben auch entschieden, ökonomisch und ökologisch, wie geht es weiter? Und das ist ja ein Verteilungsthema, also auch über unsere Zukunft im Saarland wird in dieser Diskussion mitentschieden. Ich bitte herzlich, dass es Beiträge hier aus dem Land gibt, dass wir uns auch mal hier im Landtag vielleicht damit mal auseinandersetzen, was hätten wir für Möglichkeiten, unabhängig von unserem eigenen Gesetz und darüber hinaus. Und wir haben heute Morgen über die Idee von Olaf Scholz hin oder her diskutiert, ob er die zweite Hälfte zum kommunalen Finanzausgleich, nenne ich es mal, zugeben würde. Wenn man einfach nochmal unsere Zahl sieht, dann weiß man ja, was wir vor der Brust haben, auch im Umweltbereich. Im Saarland, in den Kommunen pro Kopf 280 Euro, im Bund 530 Euro. Das ist einfach eine Differenz, die nicht allein durch den Saarlandpakt, so gut er denn auch ist, überwindbar ist. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, die ökologische Frage ist zutiefst auch eine Verteilungsfrage. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar wird die Verteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen stattfinden müssen, aber auch zwischen den Ländern. Und dann bin ich bei dem Beispiel Bahn. Da kann man schon sagen, das Saarland ist abgehängt. Im Personenverkehr gibt es keine richtige Berücksichtigung im Deutschlandtakt. Sie wissen, das ist jetzt die Achsenplanung, wo alle halbe Stunde in Deutschland Züge verkehren sollen. Aber das Saarland liegt nicht an einer Hauptstrecke. Das haben wir nicht hingekriegt. Das ist uns bisher nicht gelungen. Und deshalb müssen wir jetzt daran arbeiten, was wir mit diesem Befund machen. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wir haben hier intern im Land 150 Kilometer Strecke stillgelegt. Laut vielen Experten fehlen mindestens 50 Haltepunkte. Im Güterverkehr ist es fast noch dramatischer, denn dort ist wegen einer fehlenden Investition beim Saarbrücker Hauptbahnhof quasi die logistische Seite völlig zum Erliegen gekommen und wir haben keine Chance, das wieder zu beleben, ohne dass wir da investieren. Also, wir haben viele Ankündigungen in diesem Bereich gehabt durch die Landesregierung. Man könnte auch sagen,
ironisch gemeint, wir brauchen keine besseren Ankündigungen im Bahnverkehr, sondern bessere Anbindungen. Und das ist wirklich auch eine politische Forderung hier mal, dass wir das mal heftiger verfolgen. Bahn ist eben deshalb wichtig, jetzt auch was, wenn wir das im Bereich Klimaschutz diskutieren. Es ist nicht nur Daseinsvorsorge eben in Zukunft. Wir haben das ja oft und auch richtigerweise unter dem Stichwort Daseinsvorsorge diskutiert. Bahn ist eben auch in Zukunft Klimaschutz. Da gibt es die ersten Entscheidungen der Bundesregierung, die wir ja auch unterstützt haben, also Senkung der Mehrwertsteuer auf die Fahrkarten und so weiter. Aber da muss eben noch mehr kommen. Was müssen wir hier jetzt leisten, dringend leisten, nach unserer Meinung, als einen Plan, welche Strecken wollen wir eigentlich reaktivieren und mit welchem Investitionsvolumen ist das überhaupt möglich, die zu aktivieren? Und der zweite große Punkt ist, wie binden wir uns an diesen Deutschlandtakt an? Da sind alle Bundesländer mittlerweile vertreten und wie gesagt, wenn wir nicht aufpassen, ist der Verteilungskampf schon gegen uns entschieden und damit auch ein Problem, was wir im Bereich dann Pendler haben und was wir auch momentan haben. Denn was wir brauchen, ist ja, das ist hoffentlich Konsens, transparente Möglichkeiten. Ich habe schon mal mit dem Kollegen Thielen hier auch hier im Landtag diskutiert über die Verteilungswirkung, die wir haben wollen. Wenn wir ökologisch arbeiten wollen, auf der ökonomischen Seite, wollen wir eine Verteilungswirkung. Wenn wir also dem Pendler aus Tholey sagen wollen, fahr mit dem Bus statt mit deinem Auto, dann muss er auch die Möglichkeit haben, mit Bus oder Bahn von Tholey nach Saarbrücken zu kommen. Das müssen wir eben leisten. Also diese, im wahrsten Sinne noch besser wäre ja eine doppelte Verteilungswirkung, dass er diesen Profit, den er dadurch hat, auf der steuerlichen Seite auch zurückbekommt. Also diese Modelle, die alle was mit Verteilung und ökonomischem Fachwissen zu tun haben, die müssen wir eben stärker diskutieren. So, dabei, in diesen Modellen kommt natürlich dem Nahverkehr eine besondere Rolle noch zu. Das ist im Saarland, wie wir wissen, eine Großbaustelle, eine politische Großbaustelle. Wir haben die geringste Nutzerquote in ganz Deutschland, das muss man leider immer noch feststellen. Und der Verkehrsentwicklungsplan, der die Grundlage für alles sein soll, der ist aus 1998. Da war noch Ministerpräsident Lafontaine mit dran beteiligt. Seine Regierung hat den letzten Verkehrsentwicklungsplan bearbeitet. Muss man an dieser Stelle ja auch mal feststellen. Auch hier die Öffentlichkeit, die saarländische Öffentlichkeit wartet dringend, dass wir jetzt endlich einen Verkehrsentwicklungsplan diskutieren können. Wir haben jetzt 3 Jahre eine Arbeitsgruppe gehabt, die sich mehr oder weniger schlecht und recht damit beschäftigt hat. Wir haben Studien gehabt, wir haben Ergebnisse der Studien mal vorgestellt, aber wir haben Kongresse gehabt. Jetzt haben wir wieder angekündigt bekommen vor 2 Tagen, dass ein Kongress zu dem Thema stattfindet. Und ich sage mal eins hier, und ich gucke mal in Richtung Kollege Milder und anderen hier. In der Enquete-Kommission Digitalisierung haben wir uns ausführlich, wir waren sogar in Berlin deshalb, um uns mit dem Thema Nahverkehr, Zukunft des Nahverkehrs zu beschäftigen. Und da muss man ja wirklich mal feststellen, ich glaube, da stimmen Sie auch zu, andere Regionen, andere Bundesländer sind viel, viel weiter als wir es sind. Jedenfalls im Stand, den wir momentan haben. Und was noch viel dramatischer ist, sie sind auch schneller. Schneller in der Umsetzung. Und ich will mal einen Punkt nennen, wo das deutlich wird. Das 365-Euro-Ticket, das Jahresticket, wird ja diskutiert. Kann man darüber diskutieren, Vor- und Nachteile, alles gut. Aber es gibt keine Bewerbung, bis gestern jedenfalls keine Bewerbung aus dem Saarland für dieses 365-Euro-Ticket beim Bund. Also, Geld, was wir nicht nutzen, ökonomische Verteilung, die wir nicht nutzen, neue Verkehrsmodelle, die wir nicht nutzen. Wir sind zu lahm an dieser Stelle. Und da muss sich aus meiner Sicht auch was ändern. Deshalb wäre mein Neujahrswunsch, in Anführungszeichen, wenn der Herr da schon allen Saarländerinnen und Saarländern ein frohes neues Jahr wünscht, mein Wunsch wäre, dass wir stärker über Investitionen diskutieren hier, im Verkehrsbereich ganz besonders, und dass wir endlich über den Neugestaltung, die Ausgestaltung des Nahverkehrs hier mal diskutieren können, dann wären wir, glaube ich, einen Schritt weiter zu dem, was wir aus Klimasicht unbedingt machen müssen. Wir müssen nämlich jetzt auch hier im Saarland Entscheidungen treffen. Vielen Dank.